Saturn ist der Satan. 666 ist das Zeichen des Tieres. Saturn hat den Würfel, man addiert alle Seiten und es entsteht der Stern David. 6 Punkte, 6 Dreiecke, 6 Seiten. Wir leben in einem Seelensystem, nicht in einem Sonnensystem. Saturn ist sozusagen der Computer, der diese Simulation des Seelensystems steuert. Wir haben in den Sternen angefangen, dann haben wir uns durch Saturn, Satan, inkarniert. Korinther 4,4. Bei welchen der Gott dieser Welt? Saturn ist der Gott dieser Welt. Er ist der Herr der Ringe, die höchste himmlische Sphäre. Wenn unsere Seele und unser Geist in der Simulation inkarnieren, erhalten wir das Zeichen des Tieres. Der Körper besteht aus Kohlenstoff, 6 Protonen, 6 Elektronen, 6 Neutronen, bei welchen der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat. Korinther 4,4. Wenn wir inkarnieren, wird unser Verstand ausgelöscht und wir verlieren die Erinnerung an unsere Göttlichkeit. Das Saturn-Symbol zeigt uns sogar, dass alle Planeten aus der heiligen Dreieinigkeit erschaffen wurden. Erde, Mond und Sonne. Saturn ist das Kreuz der Erde und die Sichel des Mondes. Die Sonne ist die Seele, der Mond ist der Geist, die Erde ist der Körper. Das Saturn-Symbol zeigt sogar, dass die Materie über dem Geist steht und die Erde über dem Mond. Aber es sollte Geist über Materie sein, denn ihr seid jetzt geistige und physische Wesen in einem, was euch den sogenannten Davidstern gibt.